Ja, willkommen zurück. Mass Effect, Folge 44 inzwischen. Ja, wir sind etwas planlos hier durch diesen Vorgartendschungel geirrt und ich vermute, dass unser Weg uns jetzt durch diese Tür dort führt, damit wir die weiteren Kommunikationswege, Flakgeschütze, weiß der Kuckuck was, ausschalten. Vorher knacken wir natürlich noch einen Spind. Keinen Schritt weichen. Yaito zu mir. Shadow muss nah dran sein. Wir sind sowas von nah dran. Ja, den Caden, den wir gerade gehört haben, den mussten wir abgeben. Der unterstützt ein anderes Team. Und wir bahnen uns unseren Weg hintenrum rein. Die Erfolgsaussichten sind für das Team allerdings nicht so wahnsinnig großartig gewesen, daher hatte ich ein bisschen Sorge. Oder habe ich immer noch ein bisschen Sorge. Da wird schon wild rumgelaufen. Dass unser... Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. Mach doch mal. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen Teams. Ja, das lassen wir mal lieber. Denn, was ich gerade sagen wollte, ich habe nämlich echt Sorge, dass uns unser Caden um die Ohren fliegen könnte. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Knapp überlebt, alle noch da? Ja. Salarianer? Der Captain erwähnte, er hätte ein paar Männer verloren. Sie waren indoktriniert. Was ist hier los? Also auf der Minimap, da ist er doch. Gib mir doch noch einen Gegner angezeigt. Oh, mach schön da go. Der Sausack, der hätte uns einfach mal in Stücke gefetzt. Kommt mal da weg. Ja, war jetzt natürlich gerade ein bisschen heiß für uns, aber besser so, als wenn wir das andere Team in die Pfanne hauen und die dann da in die Bredouille geraten. Was genau mache ich hier gerade? Sicherheitsbüros? Also doch da hinten irgendwo. Habe ich womöglich eine Tür übersehen? Habe ich. Na gut. Genau habe ich da gerade gemacht. Wird schon richtig gewesen sein. Hallo? Ist da jemand? Könnte man bestimmt befreien, aber
Aber wie? Der Minimap sagt mir auf jeden Fall, dass diese Tür da aufmachen gleich auf jeden Fall einen Schusswechsel nach sich zieht. Da drüben! Okay, nageln Sie sie da fest! Schließen Sie die Lücken! Los, Shepard, machen Sie schon! Wir damit in den Gefangenentrakt. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Da sind doch bestimmt noch welche dabei, die wir für unsere Sache begeistern können. Hallo? Was zum Teufel? Also der da hinten ist auf jeden Fall bewaffnet. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Hier wollte ich hin. Sie sind kein Geet und Sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gunter Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Ich möchte denen eigentlich gar nicht so viel sagen, ne? Jeder hier ist indoktriniert. Vielleicht arbeiten Sie ja auch für Saren. Mein gesamtes Team wurde verändert, aber mich ließ man wie eine Laborratte allein. Ich verfüge noch über meine Sinne, obwohl ich fast wünschte, es wäre nicht so. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome. Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Die sehen gefügig aus. Ihr Verstand existiert nicht mehr. Was hat Saren dazu gebracht? Es ist beispiellos grausam. Ich will jetzt auch nicht abschlachten, dann können sie besser da drinnen bleiben. Komm, wir machen mal ein bisschen Chaos. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Shepard? Bestenfalls verletzen Sie sich selbst. Wenn Sie noch einen Rest Verstand haben, könnten Sie ihn gegen uns richten. Lassen Sie sie raus, sie werden uns nichts tun. Gut, wenigstens wird die Explosion dem ein Ende setzen. Okay, nichts passiert. Sie ruft und ich muss ihr folgen. Was mit dem? Er bleibt da. Naja, gut, okay. Sind ja auch gut drauf, die Jungs. Vielleicht hätte man den anderen dazu begeistern können, mitzukommen, aber was soll der Bums? So, Vielleicht hätten wir auch erst runter sollen und dann mal mit dem Wissenschaftler da unten sprechen, dann hätte der uns vielleicht gesagt, wie wir die den Leuten da helfen können. So, gegen solche Kollegen habe ich schon gekämpft. Das ist jetzt irgendwie nicht unbedingt das das Wünschenswerteste, dass die jetzt gleich lostaumeln.
Okay. Jetzt habe ich doch glatt aus Versehen. Wo ist Saren? Nein, zurück. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Sie werden nicht die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. Also es tut mir jetzt hier auch ein bisschen leid, Kumpel, aber... Ich hätte mich ja auch auf ein Gespräch eingelassen, so ist es ja nicht. Also ich bin so derartig orientierungslos. Ist das schlau, dass ich hier unten bin? Hätte ich woanders lang gehen sollen? Oh, ich was denke, ist das denn? Wir sind hier fertig. Toll, gar nichts. Die Schilde sind weg. Aha, da ist doch noch einer. Moin. Nicht schießen. Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich Ihnen helfen sollte. Ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign. Es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Na, dann zieh ab. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Ich glaube, Sie haben das genossen, Commander Shepard. Ich glaube, die Alte war auch nicht mehr ganz beieinander, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Ziel aus den Augen verloren habe. Sollte ich nicht irgendwas ausschalten? Ich guck mal eben schnell ins Journal hier. Flaktürme ausschalten, ja. Naja, aber wenn wir schon mal hier die privaten Dateien, das ist ja schon etwas, was unter Umständen sehr wichtig sein kann.
und uns bei unserer Mission weiterbringt. Können wir dann ja auch nicht links liegen lassen. Hier ist auch garantiert irgendwo. Der wird doch nicht sein. Naja, okay. Commander, sehen Sie doch! Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Ja, sein Labor hier unbeschützt lassen. Ist das so eine gute Idee, das nochmal anzufassen? Wir haben da bisher nicht so gute Erfahrungen mit gesammelt. Das war doch spannend. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Ach, wirklich? Dieser Ort ist abscheulich. Sarens Forschungen müssen zerstört werden. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Ich würde ihn gerne ein bisschen ärgern, aber ich glaube nicht, dass er lügt. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale, unserer Technik. Indem sie sie nutzen,
entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Ja, außer ich ziehe den Stecker raus. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Commander? Wir bekommen Ärger. Toll. Lassen Sie hören, Joker. Ich liebe schlechte Nachrichten. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben. Aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung. Und zwar schnell. Sie müssen fertig werden. Schnell. Die Konsole funktioniert nicht mehr. Ideen, Commander Shepard? Für die Bombe. Wir können die Bombe doch gar nicht. Die Dinge soll die doch bringen. Haben wir die ausgeschaltet, die Flakschütze? Ich bin gerade verwirrt. Wir brechen auf zur Brutstätte. Es ist an der Zeit, diesen Ort zur Hölle zu sprengen. Sie haben recht, Commander. Wir treffen uns dort. Joker, Ende. Ja, jetzt habe ich aber ja Teile, die ich erkunden wollte, noch nicht erkundet. Tja, da hinter der Tür wartet ein Gegner auf uns. Und wir schauen in der nächsten Folge weiter.